Der Champion, der 206 Rennen in der Formel 1 gefahren hat, 30 Siege, der Weltmeister 2016, zum letzten Mal auf unserer Bühne, Nico Rosberg. Nico, wie waren die letzten Meter? Wie war die letzte Dienstfahrt? Ja, Traum, wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Einzige Problem war, ich habe eine kleine Rippenprellung von der Party von Sonntagabend. Das war ein bisschen sehr intensiv und das hat echt auf den Hubbeln da draußen echt wehgetan, aber ansonsten war es echt super. Und du hast direkt nach der Zieldurchfahrt in Abu Dhabi gewusst, ich will nicht mehr, das war's jetzt für mich. Und wenn du jetzt nochmal fährst, kommen dann vielleicht nochmal andere Gedanken, ich muss dich das fragen. Ja, ich habe es gewusst, aber ich wusste nicht, ob ich den Mut habe, dann den Weg, den Schritt zu gehen. So, und jetzt stehe ich hier, fühlt sich super an und es war sehr schön. Weil Abu Dhabi, letzten paar Runden habe ich jetzt nicht so genossen. Also es war schön, nochmal mit dem Auto zu fahren und wirklich genießen zu können. War ein schöner Abschluss. Und den Pokal nimmst du aber mit nach Hause. Das Auto muss ich hier lassen, weil das passt, glaube ich, nie in die Garage in Monaco, oder? Oder hast du schon gefragt bei Dr. Zetsch, ob du den vielleicht kriegst oder irgendwie sowas in der Richtung? Das ist eine gute Idee. Das muss ich gleich mal angehen. Danke für den Vorschlag. Ich meine, Dr. Zetsch ist jetzt eh dran, glaube ich, nochmal mit so einem kleinen Schlusswort, oder? Hat irgendwie mal ein Mikro über? Wo sind denn die ganzen Mikros abgeblieben? Eigentlich sollte der Nico auch eins kriegen, aber wir können ja auch improvisieren. Dr. Zetsche. Da haben wir doch schon eins. Der Pascal hat eins, der Uli. Ja, die Jungs stecken die alle in die Tasche. Hier werden Mikros geklaut. Vielleicht ist das eine Alternative. Statt des Autos nimmst du das Mikro mit. Ist das okay? Wir sind zusammengekommen, um groß zu feiern. Und wir wollen das auch nicht zu wehmütig machen. Aber nichtsdestotrotz ist klar, dreimal hintereinander Konstrukteursweltmeister, gigantisch, gab es noch nicht. Dreimal hintereinander den Fahrertitel im gleichen Team, gigantisch, gab es noch nicht. Bis auf zwei Rennen, alles in einer Saison gewonnen, gigantisch, gab es noch nicht. Und trotzdem ist ein bisschen Wehmut dabei, weil der Junge hier jetzt einfach sagt, ich höre auf und will nicht mehr, kümmere mich um Frau und Kind und Hund und bin glücklich. Ich gönn's dir von Herzen, aber ich sage dir trotzdem ganz ehrlich, ich fühle im Moment auch wie viele Fans irgendwie ein bisschen traurig und ein bisschen alleingelassen schon. Aber lass uns doch einfach zurückgucken, auf was für eine geile Zeit das war, ja? Exakt, das ist der Übergangssatz. Absolut gigantisch, ja? Diese Duelle mit Lewis, die ganzen Erfolge, einfach mega. Die werde ich nie vergessen, die Erinnerung. Ich hoffe, ihr auch nicht. Danke für die Anteilnahme. Absolut Wahnsinnszeit. Das war der perfekte Übergangssatz, denn wir gucken zurück. Wir haben einen Film vorbereitet, die schönen Momente. Und du hast völlig recht, es war eine geile Zeit. Wusste ich zwar nicht, aber gut. Später werde ich Formel 1 fahren und versuchen, Weltmeister zu werden. Es fragen immer alle nach dem Vater und ist der Sohn so gut wie der Vater? Haben wir dich gut getroffen, Nico? Waren das Szenen, mit denen du leben kannst? Dankeschön. Wir haben ja gerade auch noch mal Vivian gesehen. Die ist im Champagner-Trubel. Die hat ja ihr Outfit perfekt abgestimmt mit dir. Das Kleid passte zum Overall, die Schuhe passen zur Farbe deiner Rennschuhe. Aber die waren hinterher hinüber durch den Champagner. Hast du schon ein paar neue besorgt für Weihnachten? Ja, diese Investition musste ich schon betätigen, ja, auf jeden Fall. Aber es war auch so schön, mit ihr das zu teilen. Sie ist auch heute hier. Wir werden jetzt gleich noch zu Ein Herz für Kinder reisen. Jetzt in ein paar Minuten reisen wir los für den Abend. Sehr, sehr schön. Also, das Programm ist dicht getaktet. Alle wollen was von ihm. Und hier
musst du jetzt gerade nur noch vor ungefähr vorsichtig geschätzt 17.000 Autogramme. Möchtest du noch? Kriegst du noch hin, oder? Also, jetzt gibt's Autogramme. Wir machen hier oben noch mit einer fröhlichen Interview-Session weiter. Und es gibt gleich noch ein schönes Finale und es macht daher noch Bumm und Peng. Und wer auch immer von euch jetzt Lust hat, Autogramme zu schreiben, bitte runter. Unsere Fans, eure Fans, die Mitarbeiter warten. Niki und Toto hole ich mir nochmal mit denen, plaudere ich noch ein bisschen weiter hier oben. Guys from DTM, before you get too cold and your fingers get frozen, write some autographs. David, gleich geht's weiter hier. Very emotional moment for you also. What? Seeing the last lap of Nico and the more or less retirement drive. No, there's no question. But you know, the thing that is beautiful to see is the clarity in his eyes. You know, he's made this decision. It's the best place, isn't it, when you're at the top? And I think that the family he's part of with Mercedes will mean that he's been well supported. So nothing but admiration for what he's achieved. Also einen besseren Moment oder einen besseren Platz, um sich zu verabschieden, als quasi im heimischen Wohnzimmer, sagt David, gibt es ja gar nicht. Aber natürlich waren da auch wieder so zwei, drei Tränchen im Auge, die er auch entdeckt hat. Das ist schon ein besonderer Moment. Jetzt kann ich mal gerade gucken, wen kann ich denn dann auch rausziehen hier. Toto, hast du noch mal vor uns ein bisschen? Weil wir wollen ja gleich noch ein richtiges, schönes Finale haben und wir haben ja auch noch ein Feuerwerk und sowas alles vorbereitet. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen, Nico hat es gesagt, er muss gleich los. Der Terminkalender ist wirklich Wahnsinn, oder? Ich meine, seit Abu Dhabi ist der Junge nonstop unterwegs. Du hast ein paar von den Ausflügen nach Malaysia zum Beispiel mitgemacht. Ja, nach Malaysia, nach Abu Dhabi sind wir noch nach Malaysia. Von Malaysia sind wir nach Singapur, von Singapur nach Frankfurt, von Frankfurt nach Stuttgart, von Stuttgart nach Zürich, von Zürich nach Wien, von Wien nach Stuttgart. Und heute Abend, du musst aber jetzt nicht mit zu einem Herz für Kinder auch noch. Das ist ja heute Abend noch der nächste Termin, wo der Nico auch noch hinfährt. Nein, wir haben ein Herz für Kinder, aber wir gehen nicht hin. Niki, was ist mit dir eigentlich? Hast du jetzt Pause? Bist du jetzt erstmal froh, dass du mich und den Florian König und die ganzen anderen Nasen von RTL mal ein paar Wochen nicht mehr siehst? Oder wie sieht's aus? Und auf RTL kann ich verzichten. Ich muss ja die Prioritäten im Griff kriegen. Den Toto kann ich nicht verzichten, weil wie gesagt, wir gehen jetzt auf Fahrersuche, das müssen wir jetzt ruckzuck erledigen und dann geht die Arbeit weiter. Dann wissen wir zumindest, wer im Auto sitzt und dann werden wir schauen, wie wir alles richtig vorbereiten. Die ersten Testfahrten gehen im Februar schon wieder los, Motorentwicklung geht dauernd, Englandbesuche sind wichtig und so geht es dann weiter. Gibt es denn sowas wie eine Deadline, dass ihr sagt, bis dann und dann müssen wir einen Fix haben, weil sonst sagt uns der Paddy Lowe und sonst sagt uns alles andere vom Entwicklungsteam und die ganzen Ingenieure sagen, dann ist es zu spät? Ja, also die Entscheidung muss die nächsten vor Weihnachten auf jeden Fall getroffen sein und dann reicht das weit aus, dass man dann alles richtig vorbereiten kann, dass derjenige dann ins Auto passt und auch damit fahren kann. Jetzt haben wir ja vorhin, Toto, schon mal ganz kurz geredet. Da hast du gesagt, es haben ganz viele angerufen. Rufen eigentlich die Fahrer selbst an oder ruft dann der Manager an oder wie läuft das? Ja, sowohl als auch. Also viele Fahrer haben selbst getextet oder angerufen, dann bei anderen waren es der Manager. Aber wir lassen uns da nicht aus dem Konzept bringen. Jetzt muss man für uns mal eine Entscheidung fällen, wen wir gerne im Auto hätten. Und dann rufen wir an. Ein paar haben ja auch getwittert. Also Max Verstappen hat gesagt, hey, ich bin soweit, aber es war eher ein Scherz. Ich glaube, da würde dein Landsmann, der Dr. Marco, der wird, glaube ich, im Dreieck ticken, wenn du wirklich mit Max Verstappen verhandelst. Ja, der hat generell keine Freude, wenn wir mit dem Max telefonieren, aber das mache ich immer wieder und habe es auch gestern gemacht. Und der Max hat eigentlich auch ein Foto von sich schon gehabt mit dem Mercedes overall. Der Christian Danner ist ja auch gefahren. Ja. Muss ich mir jetzt Sorgen um meinen Co-Kommentator machen? Nein, ne? Das war nur eine Demonstrationsfahrt. Der kommt nicht mehr in Frage. Der ist zu alt, oder? Ja, bevor der Christian fährt, fahren wir. Okay, danke schön. Hoffentlich hat er das jetzt nicht mitgekriegt, aber ich würde es ihm dann auch verraten. Herr Schäfer, wie zufrieden waren Sie denn eigentlich hier mit dem Heimspiel heute? Ja, wir haben uns einen großartigen Tag gewünscht und ich glaube, alle Erwartungen sind übertroffen worden und Fahrer haben das Beste gegeben. Das Wetter war genial. 17.000 Menschen hier, hätte nicht besser sein können. Also wir sind voll motiviert und gehen die letzten drei Wochen im Jahr an, die wir noch vor uns haben. Jetzt haben wir das Ganze ja auch in den Stream gepackt. Gab es schon irgendwelche Rückmeldungen? Haben Sie schon irgendwas gehört, dass Leute irgendwo vom anderen Ende der Welt angerufen haben? Die Niederlassung in Lima hat gesagt, ich habe geguckt oder sowas. Gab es da schon irgendwas, Ola? Ich glaube, auf den Social-Media-Kanälen läuft das jetzt schon heiß. Toll, dass so viele gekommen sind.
Viele mehr wollten auch kommen, aber die sind mit uns und auch verfolgen das Thema über Social Media. Die Schwierigkeit ist ja jetzt wirklich, es so vielen Leuten wie irgendwie möglich gerecht zu machen. Natürlich kann nicht jeder ein Autogramm kriegen, das ist technisch überhaupt nicht machbar. Aber wir versuchen ja wirklich alles, was geht, Dr. Zetsche, oder? Also ich glaube, also aus meiner Sicht war das eine ganz tolle Feier. Ich danke euch allen, dass ihr hergekommen seid. Außenrum war es ein bisschen kalt, aber ich glaube, im Herzen war es ganz warm. Wenn man jetzt nochmal die letzten Bilder gesehen hat, mit Nico auf dem Auto stehend, mit der untergehenden Sonne, also mehr fürs Herz konnte man nicht mehr tun. Und ich muss sagen, zu der Diskussion vorher, im Moment berührt mich nur, dass der Nico Weltmeister geworden ist. Und was dann ist, das ist morgen. Jetzt freuen wir uns nur mit ihm. Genau, denn das ist ja das eine. Das haben wir ja den ganzen Tag immer mal wieder. Ah, Louis, good to have you back here. Thank you very much. And David, it's your guy now. Okay, so Louis, welcome to the stage. Grab a microphone. Now, of course, we want to know about you and your season. But before we get to that, I think maybe it would be nice for you to say to the audience here what you've been saying this week about Nico and this battle you've had together since you were kids. Is this working? Is this working? Yeah, great. Oh, is someone going to translate for us? Yeah, yeah. You go first of all, and then Heiko will do the translation. Oh, I tried to do it. Although your German was really impressing, the start was good. The start was good. I promise you, we will help you whenever you have a question. Perfect. Next year you come. Well, I just really wanted to take the opportunity to say a big thank you to everyone and a huge congratulations to everyone. This has been the most successful year, I think, for Mercedes-Benz ever, but also all the hard work you guys have done now overtaking BMW, which is incredible. So big, big congratulations to you. And, you know, I've been with Mercedes longer than a lot of people. I mean, I've been here since I was 13, so very proud to be racing for you guys. And just want you to know that we go into another season, 2017. I'm going to be giving everything to put you guys back at the top again next year. Ein dickes Dankeschön an alle bei Mercedes, ein dickes Gratulationsausrufezeichen auch dafür, dass man an BMW vorbeigezogen ist. Er sagt, es ist eine unglaubliche Saison, alle haben mitgeholfen und er freut sich jetzt schon total auf das neue Jahr. Now, you've obviously had an incredible emotional rollercoaster this year, some great battles, you've given us some great entertainment on the racetrack. You're surprised as all of us on Nico's announcement, or you weren't surprised? You've not been reading the news, so... No, I haven't. I've been doing other things, so tell me. Well, firstly, it was a great season. We won, obviously, 19 out of 20 Grand Prix, which is incredible. And Nico drove fantastic well, as he has done every year. I've raced against him, so... I mean, I honestly wasn't particularly massively surprised, but I know a lot of people were, and it was a surprise to everyone. So, you know, he will be missed, and I wish him the best in moving forward, but it's been a real pleasure working with him. And regardless through the ups and downs, we've been racing together since we were 13. So, you know, we have lots of great battles and lots of great memories to always remember. And just die beiden sind seit sie 13 waren gegeneinander gefahren, Nico und Louis. Und David hat Louis halt gefragt, war er auch so überrascht? Und Louis war gar nicht so sehr überrascht. Er sagt, nee, also ich war vielleicht nicht ganz so überrascht wie viele andere, aber das war eine tolle Zeit und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und gerade die letzte Saison, sie haben 19 von 21 Rennen gewonnen. Now, of course, everyone wants to know who your teammate's going to be. So, do you have a preference? Me too. I'm waiting for all the bosses here. They're keeping it very secret, whatever they are planning. I'm too heavy. You're driving. I'm too heavy. Oh, you're too heavy. And Ola's too tall. So, it's bit by bit. And Thomas is leaving, going on vacation, kind of stepping back. And Nicky wants to get to bed too early, so he's not going to be racing. And then Toto again is too big, and Toto is generally he's accident prone, so it wouldn't be very good for a so I don't know who I just hope that, you know, the next driver that comes and joins us has Mercedes through and through and is ready to work together, because next year's a new car. We really need to use experience to be able to develop this car and stay ahead of the Red Bulls and Ferraris. Okay, and just finally, I can see you have some glitter on your face. Have you been kissing someone round the side, or? No. Are you sure? No, I had a couple of hugs out there, so maybe they. So this is the
typical David Coulthard investigative interviews. Huh? You're always going for something special. This is typical Yellow Press England. Huh? I know. Also jetzt wollte der David wissen, er hat nämlich Glitter entdeckt im Gesicht von Louis und am Bart, ob er vielleicht irgendjemand ein bisschen zu nah gekommen ist bei den Selfies. By the way, the director just told me that we have to get up everybody back on stage for the final, for the photo. Also langsam aber sicher würden wir alle wieder hier auf die Bühne bitten wollen, weil es das große Abschiedsfoto gibt. But you can carry on, yeah? Sure. Dankeschön, also, Dankeschön. So actually, Louis, while we have another couple of minutes whilst everyone comes up on stage, we now go into winter, big regulation change. You did some testing with the wider tires. Can you give the fans here a little bit of an insight to what we can expect next year? Is it going to be a bit more of the car that you would really like to race? Ultimately, I don't really know, to be honest. I think next year is going to be, we've got wider tires, we've got more grip, more downforce. I think it's just going to be faster, but pretty much the same. But it's new and exciting, and it will mix some things up maybe. So this would be interesting for us to see. Otherwise, I don't really have any information for you. Okay, and finally then, what's your plans between now and getting into it next year? You, when do you shut down? When does the work stop? I go on holiday on the, I think the 15th or something. So up until then, we'll be working and in the factory, seat fit and all that stuff for next year's car. Okay, well, have a great winter and thanks for your time. Thank you, everyone. I think you run out of questions, but I have booked one more for you. I know last winter I had seen fantastic ski pictures of you skiing with Lindsey Vonn. And I know she did visit you. She is a perfect skier and she's a good friend of yours. But unfortunately, she's got injured. She has a broken arm or something. Did you already find a new ski instructor for the winter? No, actually, Lindsey was she's still skiing. So she's incredible. Even with a broken arm. She's not competing, but she was going to be competing during this month. So she's actually going to be out there where I'm going. She's going to be there, so she'll ski with and me. And you will meet her. No, she's still, she kills everyone. She's so amazing. Okay, perfect. Mm-hmm. Also, weil ich wollte von Louis noch wissen, weil jetzt ja ein großer Ski, but you are looking forward to the winter? I can't wait. I love being in the snow, and it's, I'm looking forward to some downtime for sure. Freut sich total auf den Winter, kann gar nicht abwarten, wann es wieder losgeht. Und er ist ja letztes Jahr mit Lindsey Vonn Ski gefahren, es hat einen riesen Spaß gemacht. Niki, du willst, ja, ich weiß, wir müssen das Foto machen, aber da sind noch so viele Leute, die noch ein Autogramm wollen. Okay, also, Nico, der Plan von Niki und Toto ist, dass wir erst ein Foto machen und danach noch ein paar Autogramme schreibst. Ist das okay? I think we get Nico up here on stage, weil wir wollen jetzt ein großes Foto machen, alle zusammen. Der Wolfgang Wilhelm als Chef der fotografischen Abteilung und der Kollege Ripke werden das natürlich, der Paul Ripke werden das zusammen handeln, wer wo stehen muss und stehen soll. Niki, wir können den Tisch jetzt mal wegnehmen, der stört wahrscheinlich dann nur. So, jetzt eure Anweisung, irgendjemand sagt mal, Nico, ich glaube, du darfst in der Mitte bleiben als Weltmeister mit dem Pokal. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das große Abschiedsfoto und dann gibt es noch zwei kleine Abschiedsworte und dann macht es Peng und Bumm und dann wird es sehr bunt. Kleinen Moment noch. Alle Fotografen glücklich? Motorsport meets Sindelfingen. Jetzt gibt's noch einen kleinen Schlussakkord von Dr. Zetsche und dann hat gleich der Weltmeister das finale Wort. So, Dr. Zetsche, alle Fotografen sind glücklich. So, dann sage ich als erstes nochmal dem Toto und dem Niki ganz herzlich Dankeschön. Denn wir haben ja schon einige Jahre versucht, vorne zu fahren. Und war noch nicht so gut und seit die beiden vorne stehen, flutscht es richtig. Aber dazu gehören natürlich alle Fahrer im Team und natürlich in allererster Linie die beiden, die jetzt in drei Saisons bis auf ganz wenige verschwindende Rennen alles gewonnen haben, was überhaupt nur zu gewinnen gab. Jetzt lassen wir nochmal den Weltmeister richtig hochleben und den Weltmeister der beiden vorherigen Jahre ganz genauso. Alles, alles Gute für euch und ganz herzlichen Dank für eine super Zeit, die wir zusammen hatten, Nico, und dir persönlich. Ein ganz tolles Leben jetzt mit Plänen, die wir noch nicht kennen, aber die vielleicht auch noch nicht alle kennen, aber die genauso toll werden. Vielen, vielen Dank. Alles Gute euch allen. Dank, dass ihr hier wart. Und das Schlusswort hat Nico Rosberg.
Ja, danke schön auch an alle nochmal, an euch auch. Und ich wünsche euch wirklich ganz, ganz tolle Feiertage. Habt viel Spaß mit allen Leuten, die ihr so lieb habt. Schöne Zeit und bis bald dann irgendwann im nächsten Jahr auf jeden Fall. Also, ciao.